Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir schreiben heute einen, ja, beinahe historischen Tag. Und zwar zocken wir heute zusammen LEGO Worlds. Endlich gibt es mal ein topaktuelles neues Sandbox-Game des LEGO-Franchises. Das ist auch absolut nichts Kindisches. Nein, das ist das Männlichste und das Beste, was du deiner Seele tun kannst, in egal welchem Alter, dich irgendwie auf irgendeine Art und Weise mit LEGO zu beschäftigen. Und natürlich geht nichts über das richtige Bauen mit richtigen LEGO-Sets und ja, ich weiß gar nicht, warum ich irgendwie... LEGO hat mich erst im Alter gecatcht. In meiner Kindheit war ich da gar nicht so hart drin. Vielleicht, weil es nie LEGO gab. Nur immer Holzklötze. Nee, Spaß beiseite. LEGO hat irgendwie mehr aus dem Nix raus fast irgendwie so ein LEGO-Spiel released. Im Early Access auf Steam. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an. Ich habe natürlich schon ein bisschen was in Videos gesehen, um zu schauen, ob das Game überhaupt was taugt. Und jetzt habe ich es mir geholt für 15 Euro in etwa. Und das legen wir jetzt los. Erstmal können wir hier natürlich eine Welt zufällig generieren. Das ist übrigens unser Hero hier. Da man kann entweder so eine Frau am Anfang auswählen, eine weibliche Archäologin oder zweimal den männlichen, warum auch immer der männliche zweimal verfügbar ist. Er steht jedenfalls jedes Mal mit sehr stolz geschwellter Brust hier rum. Und dann kann man eben wie in bekannten Ablegern, ich weiß, der Minecraft-Vergleich wird kommen, ergibt hier aber meiner Ansicht nach beim Urvater LEGO jetzt nicht so unglaublich viel Sinn, weil LEGO hat nochmal einen ganz eigenen Charme, wie ich finde. Und jetzt können wir uns hier eben erstmal so eine Welt aussuchen. Ich finde das super, dass man hier auch so eine Preview bekommt. Ich fand eigentlich die schon ganz fett, die da vor... Nee, komm, wir nehmen uns schon irgendeine, wo man ein bisschen öfter mal hier drauf drücken muss. Man kann auch rauszoomen, oder? Geht das? Ja, man kann so drumherum gehen. Da unten sieht man dann so ein bisschen die Welt von unten, logischerweise. Das wäre jetzt ein Vulkan in der Mitte einer Insel. Das sieht doch ganz nett aus. Hier so ein kleiner Berg rechts, da so ein kleines Flatland, aber dann halt in dem Fall kein Vulkan. Ich will eigentlich einen Vulkan. Ich hatte schon meine perfekte Welt, aber dann habe ich sie nochmal weggedrückt. Hier, das sieht schön aus. Da ist ein bisschen Lava am Rand. Große Wasserfläche, große Grünfläche. Hier so ein bisschen Ödnis. Lass uns loslegen. Das ist auch für mich jetzt das erste Mal das richtige Spiel. Also ich war bisher nur im Hauptmenü. Okay, Bodenkarte, das sieht man auch daran, dass hier... Ne, also das ist schon mal eine kräftige... Ich möchte im Wasser landen. Im Wasser finde ich ein bisschen cooler bei so einem Skyjump. Zack. Und das ist jetzt unsere Welt. Grafikstil finde ich schon mal absolut wundervoll. Also es sieht wirklich aus wie LEGO, bloß als Spiel. Und die Bäume und alles drum und dran. Es kommen schon einfach irgendwie, egal ob man jetzt in der Kindheit groß LEGO gespielt hat oder nicht, ich finde, diese kindlichen Emotionen bekommt man zu jedem Zeitpunkt. Also hier Kamera drehen, mit rechts hier gedrückt halten, springen leer. Der macht aber interessante Geräusche beim Springen. Der stöhnt ziemlich rum und Aktion kann man mit F machen. So, das Spielprinzip an sich, wenn ich das richtig verstanden habe, besteht erstmal darin, dass man hier Dinge anläuft und dann erhält man sie in das Baumenü. Nicht hier in diese Werkzeuge, das hier ist für die Welt an sich. Also, es ist jetzt Early Access, das heißt, das Spiel ist noch nicht komplett fertig, aber grundsätzlich hat man natürlich mit LEGO in echt unheimlich viele Möglichkeiten und dadurch wird man wohl auch im Spiel am Ende unheimlich viele Möglichkeiten haben, wie man hier schon mal mit diesen Blöcken sieht. Das wäre jetzt der Baumodus, jetzt könnte ich mich hier ewig hinsetzen und irgendwie anfangen, kleine Dinge zu bauen. Das will ich aber nicht. Ich will mit euch so ein bisschen erkunden. Denn es gibt hier Abspringen, neu positionieren. Aha, was haben wir denn da noch? Hier kann man den Charakterbearbeiter. Ich könnte zum Beispiel mal die Kopfbedeckung abnehmen oder könnte hier die Frau auswählen. Nachher kann man auch noch ein Zombie werden oder ein Skelett oder was auch immer. Also da gibt es tausend Möglichkeiten. Ich habe jetzt mal den Hut abgenommen, weil einfach so ein... Ein bisschen Frischluft an die Glatze, das kann ja auch schon so einiges bringen. Ja, und das ist so das Menü, das man hier links zur Verfügung hat. Und das hier ist das wichtigste Menü, jedenfalls so wie ich das jetzt im ersten Moment mitbekommen habe. Das sind nämlich die Modelle. Und das habt ihr jetzt gesehen, wir haben diesen Pilz hier angelaufen. Und wenn man den Pilz anläuft, dann kann man den Pilz hier ins Inventar bekommen, kann den kaufen und kann den immer wieder von neuem hinstellen, wenn man dann genügend dieser Bobbles, dieser kleinen Lego-Einsersteinchen gesammelt hat. Und die Lego-Einsersteinchen, die sammelt man, indem man Dinge zerstört. Das kommt, ups, das wollte ich gar nicht, das kommt manchen vielleicht bekannt aus den, war das auch in den Ursprungs-Lego-Spielen so? Lego Star Wars, Lego Batman, da hat man doch auch Dinge zerstören können und dann kommen diese kleinen Bobbles bei raus. So, genug gelabert. Da habe ich es euch direkt mal demonstriert. Ich klopp irgendwo drauf, ne? Und dann kommen da direkt diese... Klappt das hier mal? Hallo? Okay, der geht irgendwie nicht kaputt. Der Baum wahrscheinlich auch nicht. Ne, aber es ist ein schöner Baum. Ne, ist ein schöner Baum. Und jetzt kommt... Achtung! Es wird ein schöner Moment gleich. Ha.
Eine Landkreatur, ein Pferd. Und mit Pferden kann man auch hier direkt einfach, zumindest in diesem Anfangsmodus, über Sachen drüber laufen. Also jedes Mal, wenn man ein neues Tier bekommt, ich kenne das alles aus anderen Videos, deswegen nicht wundern, ich habe das Spiel, wie gesagt, noch nicht gezockt, aber ich weiß in etwa, wie es funktioniert, weil ich euch auch ein bisschen was erklären möchte. Was ist das hier? Das ist irgendwie so ein... irgendwas aus Eis. Oh, guck mal, da ist gleich ein Flugzeug. Ich habe keine Ahnung, ob man das Flugzeug schon fliegen kann. Also jedes Mal, wenn man sowas Neues bekommt, zum Beispiel, wenn ich jetzt auf dem Eisbären da hinten reiten wollen würde, dann gibt es so eine geile Sequenz und man kann rumreiten und coole Musik kommt dazu. Und das ist... mir wird ganz warm ums Herz. Mir wird wirklich ein wenig warm ums Herz. Vor allem, das kam so aus dem Nix raus. Kann ich das jetzt wirklich fliegen? Okay. Anheben mit Leertaste. Es funktioniert. Ich fliege einfach mit einem... Was ist jetzt passiert? Mit einem... Hä? Okay. Irgendwas ist hier... Ich fliege mit einem... Lego-Flugzeug durch die Gegend. Ja, schließ das jetzt hier mit dem Flugzeug. Ich will ein bisschen... Ach, ist das geil. Und das eben mit zufällig generierten Welten, die auch echt einfach super hübsch aussehen, wie ich finde. Also wenn man... Also allein an den Bäumen bemerkt man das schon. Also ich finde echt dafür... Das sieht geil aus. Und in diesen zufallsgenerierten Welten findet man übrigens... Also findet man eben ganz viele Objekte, wie ich das jetzt schon erklärt habe. Zum Beispiel dieses Flugzeug. Oder wir können jetzt einfach mal landen. Und damit eh wieder aussteigen. Kann ich das auch kaputt machen, das Flugzeug? Nee, aussteigen. Freundchen, das ist ja dreist. Hier hat man jetzt irgendwie so eine Wetterstation. Die kann man natürlich auch wieder kaputt kloppen. Und bekommt dann wieder einiges an Asche bei raus. Und jetzt reite ich mal direkt hier noch den Eisbären, Leute. Oder was ist das? Das ist so eine Art Iglu. Hallo, hallo. Aber da weiß ich schon, dass man da nicht reinkommt. Das Video, das ich mir übrigens angeschaut habe, also das erste ausführliche Video zu Lego Worlds, von dem ich diese ganzen Anfangsinstruktionen habe, ist von einem Let's Player-Kollegen namens Keysjaw. Das soll ja natürlich nicht unerwähnt bleiben. Und das habe ich mir dann so angeguckt und ich habe davor schon mit dem Spiel Lego Worlds geliebäugelt und da kam dann so... Hä? Was ist denn da? Aber da kam dann so die endgültige Entscheidung... Läuft der Eisbär auf zwei Beinen? Was ist das? Also da kam dann einfach die endgültige Entscheidung, jetzt ist ein Yeti. Und jetzt haben wir den Yeti-Skin bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Inzwischen haben wir ja auch so ein bisschen Kohle angesammelt. Ich zeige das jetzt mal, wie das aussieht, wenn man sich was kauft. Nicht im Charakterbearbeiter. Mit dem Menü komme ich natürlich noch nicht so ganz klar, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich muss hier rein. Und jetzt kann ich hier... Wir haben sogar genügend. Ja, 10 bleiben dann übrig von unseren Bobbles. 1250 kann ich den Yeti anwählen. Dann habe ich den gekauft und kann mich in den Yeti verwandeln. Und dann ist mein Charakter ein Yeti anstatt diesem... etwas beängstigenden, schauenden Archäologen-Typen, wie auch immer. Aber ich find's... Also wenn das cool weiterentwickelt wird... Cool, jetzt kann ich mich als Yeti hier auf den Husky draufsetzen und... Ja, Mann. Kann episch über die Gelände dieser Welt latschen. Und da hinten ist ein Dschungel, da gehen wir direkt mal rumschauen. Also es lädt so unglaublich zum Entdecken ein, wie ich finde. Ups, aber die Kamerafahrten sind hin und wieder mal ein bisschen... bescheiden, aber alles noch in Entwicklung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns als Channel, also ich habe mich schon dazu entschieden, aber ich warte natürlich auch immer noch auf eure Meinung zu Spielen, beziehungsweise zu neuen Titeln, die ich auf dem Kanal zeigen möchte. Das wäre jetzt hier das Dschungelbiom. Also ich würde mich da tierisch drüber freuen, wenn wir einfach so ein bisschen gemeinsam an dem Spiel dranbleiben, was irgendwie Updates und neue Möglichkeiten, einen möglichen Multiplayer oder irgendwie sonst was angeht. Weil das ist schon so ein Titel, zu dem ich mir es sehr gut vorstellen könnte, nicht nur ein, sondern viele, viele weitere Videos zu machen. Hin und wieder hat man so noch so einen kleinen Ruckler drin, das finde ich aber bei der Grafik und der generierten Welt, ist das zu verschmerzen. Ist das ein böser Pirat? Nee, ne? Von dem haben wir jetzt aber auch mal hier schnellstens den Skin eingesammelt. Und natürlich kann man dann auch irgendwann mal hier sich seine eigene Butze zusammenhämmern, dazu müssen wir aber erstmal ein Haus finden oder können das dann auch mit einzelnen Steinen, ich weiß noch nicht ganz genau, wie das dann funktioniert. Am Anfang wurde einem zumindest nahegelegt, erstmal hier rumzulatschen, möglichst viel an Währung einzusammeln und dadurch eben auch diese ganzen... Ups! Boah, das war ein mächtiger Sprung. Guck mal, der macht so ein Salto. Er hat so ein Salto in der Luft gemacht. Das ist aber ein sehr agiler Yeti. Vor allem dafür, dass er in einem heißeren Biom sich aufhält. So, klappt man das erstmal alles weg hier. Ob man irgendwann auch noch die Bäume irgendwie fällen kann oder kaputt machen kann, weiß ich gar nicht so genau. Es gibt ja so ein Landbearbeitungsmenü hier. Nicht Steinwiese bauen, sondern das da. Gelände hinzufügen, abflachen, glätten, Gelände absenken, Gelände anheben, auswählen und exportieren.
Aha. Wenn ich das jetzt mache, was ist da? Was passiert dann da? Kopieren. Okay, also hier kann man auch Dinge kopieren und direkt einfügen. Oder ich könnte jetzt hier was glätten. Dann gibt es auch ein sehr, sehr grandioses Lego-Geräusch dazu. Das ist ein Traum, ne? Kann auch die Zeigergröße ändern mit Q und E. Werkzeugform ändern, einen Kreis oder irgendwie sonst was. Also man kann hier wirklich sich seine ganz eigene Lego-Welt zusammengestalten. Was ja tatsächlich auch eine Alternative zum richtigen Bauen sein kann, weil so viele Steine wie hier wären A, ziemlich teuer. Das geht ja dann irgendwann ins Geld, wenn man sich eine Tonne Lego-Steine irgendwie kaufen möchte. Und zum anderen ist es natürlich schon ein bisschen komfortabler, hier vor dem Rechner zu sitzen. Man hat eben diesen Survival-Aspekt dann bestimmt auch noch irgendwann mit drin. Man hat ja hier schon eine Lebensanzeige, beziehungsweise diesen Entdeckungsaspekt. Und es ist einfach schön, dass das jetzt, wenn ich mich daran erinnere, wie die ersten Lego-Spiele aussahen, zum Beispiel Lego Island, wer das vielleicht noch kennt, das war damals auf der PlayStation 1, wenn ich mich nicht ganz irre. Das hat ja aber hin und wieder echt so ein paar Performance-Einbrüche noch. Aber das ist in Ordnung, Lego. Ich meine, hier sind ja auch große Bäume und Lichteffekte. Das ist okay, wenn du da hin und wieder ein wenig die FPS droppst. Jedenfalls, wenn ich mich da an Lego... Da reitet eine Frau an mir vorbei. Das ist aber dreist. Und da ist sie von einem Pferd zum anderen gesprungen. Wenn ich mich da so an Lego Island erinnere, ne? Also die ganz, ganz alten Lego-Spiele, oder zumindest die ersten Lego-Spiele, mit denen ich so in Kontakt gekommen bin, dann ist das der Shit, wie das jetzt aussieht. Einfach mit den ganzen Effekten. Es sieht fast aus wie echtes Lego. Als würde man in eine Lego-Welt eintauchen und plötzlich fast alles gleich groß wie man selbst werden. Und das finde ich schon beeindruckend. Weil ich bin auch ein Freund von anderer Grafik, nenne ich es gerne. Also ich brauche es nicht immer fotorealistisch. Ich stehe auch wirklich mal darauf, wenn Dinge, die so einen Look zum Beispiel haben. Oh, wollen wir mal darüber? Das sieht mir so ein bisschen aus wie... Okay. Was ist jetzt passiert? Jetzt wird hier wieder irgendein neues Biom entdeckt, oder was ist das? Ist das Lava? Das hier ist Lava, ne? Was passiert... Wenn ich da reinlaufe, bin ich dann tot? Okay! Ich dachte zumindest, man verliert vielleicht ein, zwei Leben, aber nö. Man stirbt tatsächlich direkt. Das ist ja ein Ding. Aber kann ich die Lava dann auch irgendwann mal irgendwie abbauen oder ist die einfach... Oh, guck mal, wie süß wir aussehen. Das ist schon putziger... Putziger kleiner Yeti. Oh, da hinten ist ein neues Fahrzeug. Das schnappen wir uns einfach mal. Aber zuerst kloppen wir hier nochmal die Blume weg. Und vor allem wäre es auch geil, da meine ich mich auch schon dran zu erinnern, irgendwo in den Kommentaren was gelesen zu haben, wenn das irgendwann noch mit Lego-Sets in Verbindung baut. Ja, stellt euch mal, Verbindung kommt. Ich weiß noch nicht, ob es schon in Verbindung ist, aber stellt euch mal vor, ihr könnt diese ganzen Lego-Franchises, die mit Lego in Verbindung stehen, Lego Star Wars, Lego Batman, Lego Hobbit, was weiß ich was, da auch noch irgendwie mit einbinden. Und das ist, also, man merkt, dass ich vielleicht ein bisschen gehypt bin jetzt, was dieses Spiel angeht. Hallo, junge Frau. Habe ich ja voll auf den Arsch geguckt, ne? Jetzt rennt sie auch richtig weg, da hat sie richtig Bammel. Wie sagt denn die Bammel vor uns? Junge Dame, ich erklettere einen Berg für dich. Wo ist sie? Sie rennt weg, oder? Hey! Oh, hier kannst du ja Frauen schlagen. Aber jetzt greift sie uns auch die ganze Zeit an, kann das sein? Hallo, ich will mich versöhnen. Ja, jetzt ist aber gut, wenn sie sich nicht versöhnen will, ne, dann kriegt sie... Das ist aber fast ein bisschen brutal, wenn es da die ganze Frau zerlegt. Sieht so von hinten so ein bisschen aus wie ein Vogel oder wie so ein Adler. Ist aber eine Blume, kann man trotzdem mal zerfetzen. Wäre vielleicht mal an der Zeit, ja so ein bisschen Objekte auszuprobieren. Genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Husky hier haben wollen würde, dann kann ich mir den für 1750 dieser Steinchen kaufen und dann kann ich den immer wieder von neuem beschwören. Also ich kann jetzt einfach drücken, zack, und dann habe ich den Husky. Und dann kann ich natürlich auch wieder runterhoppeln. Oder was haben wir denn noch alles so entdeckt bisher? An Fahrzeugen, das Flugzeug, das ist eigentlich eine gute Idee, von hier aus mit dem Flugzeug zu starten. Mach das mal. Und los geht's. Ey, das Flugzeug ist so geil. Das Flugzeug ist so ein geiles Teil, weil ich möchte mir mal diese Ödlandschaft da hinten anschauen. Ich bin richtig begeistert. Also wenn das ordentlich mit Content gefüllt wird und da die Entwickler... Alter, ist das viel Lava. Gebt ihr das mal. Also wenn da die Entwickler echt keine groben... Ist das ein Drache? Das ist ein Drache.
Kann ich den Drachen reiten? Kann ich den Drachen reiten? Wie geil ist das, bitteschön. Leute. Du kannst einen freaking Lego-Drachen fliegen. Und das so oft du möchtest. Und kannst sogar angreifen mit F. Steht hier. Oder Linksklick. Warte mal. Geh mal weg hier. Was ist ein Angreifen in dem Fall? Ist das... Was ist denn da? Sind das Riesen? Oder... Nee, das sind Zauberer. Sah kurz aus wie ein Riese aus irgendeinem Grund. Also was ich erzählen wollte. Oder was ich besprechen wollte. Den Ansatz, den ich aktuell... Oh. Wir müssen vielleicht aufpassen mit der Lava. Den Ansatz, den ich aktuell erzählen wollte. Zabrenner. Wenn die Entwickler hier keine großen Schnitzer einbauen, weiter an der Performance arbeiten und das Spiel mit allen möglichen Sachen erweitern, das ist der Angriff. Er kann also wirklich auch so ein bisschen Feuer speien. Dann sehe ich hier einen richtig, richtig fetten... Oh! Die Welt ist einfach auch so richtig zerstörbar, wenn man Bock drauf hat. Guck dir das mal an, ich kann hier in den Vulkan... Nee, es ist zu weit weg, oder? Aber er kann auch in die Lava ohne Probleme. Feuer mal auf den Vulkan so einen Feuerball ab. Ey, ich sehe hier ein absolutes Kultgame auf uns zukommen. Ich treffe selten solche Aussagen. Ich spiele ja sehr, sehr viel im Background. Also ich spiele viel auf dem Channel mit euch zusammen. Ist ja auch ganz klar bei zwei, beziehungsweise manchmal auch drei Videos täglich. Am Wochenende hin und wieder drei, gut. Hin und wieder mal. Aber das hier, ich bin echt begeistert. Können wir jetzt auch die Zauberer, wenn wir Bock hätten, hier so richtig... Oh ja. Komm. Versuch deinen Weg rauszufinden, aber ich bin böse. Ich bin auf meinem bösen Drache. Drachen. Der Yeti, der auf einem Drachen durch die Gegend fliegt. Es ist schon faszinierend. Und das nach wenigen Spielminuten. Natürlich der Bauaspekt, den habe ich jetzt noch nicht so ausführlich vorgestellt. Aber da habe ich mich ja auch noch nicht ausführlich genug informiert oder reingefuchst. Ich denke mir aber, dass man wirklich unglaublich viel machen kann. Und jetzt sollte ich auch diesen Drachen... Was passiert, wenn ich auf ihn einprügel? Das würde ich mal probieren. Battelt er sich dann mit uns? Ja, aber ziemlich heftig, ne? Kriegt man den überhaupt down? Mit bloßen Fäusten? Oh! Da hat er hier aber irgendeinen Superpunch rausgeholt. Ist kurz mal zum Super Saiyajin mutiert. Und hat ihn hier richtig ordentlich weggeplättet. Also, und jetzt sollte man rein theoretisch den Drachen... Den muss man aber natürlich für 10.000 kaufen. Das ist ganz schön... Das ist schon eine ganz schöne Menge. Das sind die ganzen Pflanzen, die wir hier bekommen haben. Wenn ich jetzt sagen möchte, okay, ich möchte hier so eine Palme unbedingt haben, dann kann ich die hier nehmen. Zack, geht's in den Baumodus. Und hier ist aber alles sehr, sehr steil. Hier, da könnte ich jetzt einfach so eine kleine, wundervolle Palme reinsetzen. Könnte ich natürlich auch drehen, wie ich möchte. Ach, es ist schon ein schönes Ding. Und das wäre auch nochmal ein neues... Biom, eben in diesem Fall mit Tannen. Tannen, Tannen, Tannen. Was ist das denn für eine? Hallöchen, wer bist du? Ist das ein... Das ist ein Forstarbeiter, ne? Das ist mal ein Forstarbeiter, der hier irgendwo im guten alten Schwarz malt. Vielleicht finden wir irgendwie nochmal... Heidi, Heidi, in den Bergen bist du zu Haus, dunkle Tannen. Richtig Alm jetzt. Richtiges Bergsteigen. Wie hoch geht das denn? Das ist ein richtig hoher Berg. Der ist ja des Todes hoch. Da drüben wäre die höchste Spitze, die wir erreichen könnten. Ja, ich denke, das ist erstmal ein ganz guter Endausblick für dieses erste Video von Lego Worlds. Ich bin begeistert. Ich bin mir sicher, so einige von euch werden es auch sein. Es hat einen sehr, sehr schönen Stil. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es mit wirklich dem Content und der Langzeitmotivation zum aktuellen Zeitpunkt der Entwicklung aussieht. Das ist ja nach wie vor kein fertiges Spiel, sondern ein Spiel, das sich in der Entwicklung befindet. Aber ich hätte große Lust darauf, noch weitere Videos zu machen. Die Frage ist natürlich auch immer, hättet ihr noch Bock darauf? Deswegen könnt ihr mir das sehr, sehr gerne in Form von Bewertungen und Kommentaren mitteilen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen traumhaften Tag, nutzt ihn, habt Spaß, habt gute Laune, seid glücklich. Und genießt die Sonne, die im besten Fall draußen scheint zu dieser Jahreszeit. Oder genießt sie auch nicht und bleibt in eurem kühlen Zimmer und spielt ein bisschen Lego Worlds. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.